Um eine trigonometrische Gleichung zu lösen, führt man sie immer auf eine trigonometrische Grundgleichung zurück. Diese Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden im Detail in diesem Tutorial D5029 erklärt. In unserem Beispiel erkennen wir hier Sin plus Sin und können somit die entsprechende Simpson-Formel anwenden. Und hier rechts erkennen wir einen Teil von einer Carnot-Formel. Also können wir hier Sin plus Sin ersetzen durch 2 Sin cos. Und hier können wir 1 plus cos 2x ersetzen durch 2 mal cos Quadrat von x. Dann tun wir das. Sin plus Sin ergibt 2 mal Sinus von der halben Summe mal Cosinus von der halben Differenz. Und diese Summe haben wir ersetzt durch 2 cos Quadrat von x. Wir sehen sofort, dass man durch diese 2 kürzen kann. 3x plus x geteilt durch 2, das macht 2x. 3x minus x geteilt durch 2, das macht x. Und somit erhalten wir diese Gleichung. Hier sehen wir Sinus von 2x, wenden die entsprechende Verdopplungsformel an. Wir ersetzen also Sin 2x durch 2 Sin x cos x mal dieses cos x, das ergibt dann cos Quadrat von x. Jetzt setzen wir den rechten Term noch links rüber, wo er zu Minus wird. Und dann sehen wir, dass wir Cosinus Quadrat von x ausklammern können. So erhalten wir also ein Nullprodukt. Das Produkt von zwei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Diese Gleichung führt also zu zwei Fällen. Erster Fall, Cosinus von x gleich 0. Diese Gleichung können wir sofort in eine Grundgleichung verwandeln, denn 0 ist dasselbe wie Cosinus von Pi halbe. Somit haben wir die Grundgleichung cos gleich cos, deren Lösungen so geschrieben werden. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist, zu plus minus den zweiten Winkel plus k mal 2 Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Genau das wenden wir hier an und finden als Lösungen x gleich plus minus Pi halbe plus 2k Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Jetzt diese zweite Gleichung, die führt sofort zu Sinus von x gleich 1 halbes. Und da 1 halbes der Sinus von Pi Sechstel ist, können wir auch diese Gleichung sofort in die Grundgleichung Sin gleich Sin verwandeln. Die Lösungen dieser Grundgleichung Sin gleich Sin schreiben sich so. Wir deuten, Sinus vom ersten Winkel ist Sinus vom zweiten Winkel. Dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zum zweiten Winkel plus k mal 2 Pi oder zu Pi minus diesen zweiten Winkel plus k mal 2 Pi, wo k wiederum eine ganze Zahl darstellt. Schauen wir die erste Möglichkeit. Der erste Winkel ist gleich zum zweiten Winkel plus k mal 2 Pi. Für unsere trigonometrische Gleichung führt das also zu, der erste Winkel x ist gleich zum zweiten Winkel Pi Sechstel plus 2k Pi. Jetzt die zweite Möglichkeit. Der erste Winkel ist gleich zu Pi minus den zweiten Winkel plus 2k Pi. Wir schreiben das also so. Der erste Winkel x ist gleich zu Pi minus diesen zweiten Winkel Pi Sechstel plus 2k Pi. Pi minus Pi Sechstel, das macht 5 Pi Sechstel. Und somit haben wir als Lösungen dieser trigonometrischen Gleichung gefunden diese und diese. Wir zeichnen all diese Lösungen in den trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob sie noch kürzer zu fassen sind. Wir können sie effektiv etwas kürzer fassen in diese Form. Es ist Pi Sechstel plus 2k Pi Drittel, überprüfen wir, Pi Sechstel plus 2 Pi Drittel plus 2 Pi Drittel plus 2 Pi Drittel und so weiter. Oder auch Pi Sechstel
minus 2 Pi Drittel, minus 2 Pi Drittel, minus 2 Pi Drittel und so weiter. Also diese und diese Winkel können wir so zusammenfassen und so brauchen wir nur noch diese Winkel zu beschreiben, das heißt Pi halbe plus 2 Kpi. Also so. Vergessen wir nicht zu bemerken, dass k eine ganze Zahl sein muss. Und unsere trigonometrische Gleichung ist somit gelöst.